So, Frank, eine Seefahrt, die macht hungrig. Boah, ich hab so einen coolen. Jetzt gibt's Fischbrötchen. Aha. Den Laden kenne ich. Ja. Hier gibt's die besten Fischbrötchen aller Zeiten in der ganzen Welt. Deswegen sind wir hier. Moin. 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 Was willst du haben mit? Ich nehme mit Fischfrikadelle und du? Mit Bismarck-Hering. Das ist gut. Ja. Jungs, habt ihr nicht was vergessen? Ach du Scheiße. Kandidaten. Kopfgeldjäger. Eure Zeit, die läuft ab jetzt. Stadion hier wieder, ja. Oh, wow. Vielen, vielen Dank. So geht die Sendung gleich richtig schön und gut los. Ich habe gerade Küchenschlacht vielleicht geguckt. Oh, das war ja auch so spannend. Mann, war das spannend in der Küchenschlacht. Das ist immer so spannend in der Küchenschlacht. Dafür machen wir es jetzt hier gleich. Gehen wir gleich wieder richtig rein. Heute Garnelenwoche. Und zwar Garnelenfrikadellen und dann machen wir eine leckere Pasta. Schön mit der Buffelmozzarella und der schönen Tomate. Ne? Aber erstmal gucken wir, was macht der Ina und Udo, unsere zwei Goldfische. Ja, sehen Sie, die sind gut drauf heute. War in letzter Zeit hier und da mal kamerascheu, aber heute, ja, Udo, na, was los? Ja, läuft, läuft. Sehen Sie, wenn er vorne ist, heißt das, dass die Sendung gut wird. Das ist wie so ein Wetterfrosch. Wenn er hier in der Ecke rumlungert, dann passt das. Wo ist, hier? Wo ist Ina? Ina ist wieder hinten. Ina ist schon wieder, die wird schon leicht bläulich. Nein, Spaß beiseite. Kommen wir zum Warenkorb. Und der ist, muss ich sagen, heute extraordinary, weil, gucken Sie mal, Kuckuck, komm mit. Das ist ein Zuschauerwarenkorb. Und zwar von Veronika Rieck aus München. Oh. Veronika, der Lenz ist da. Ja. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, was Veronika sich ausgedacht hat. Es geht los mit Kalbsschnitzel. Dann haben wir frische rote Tomaten. Leckeren Dill. Der passt wahrlich gut zu dem Flusskrebsfleisch. Dann haben wir Spaghetti. Die dünne Variante. Dann die Zitrone. Gelb und sauer, wie Philipp Rösler. Dann haben wir Kaper dabei. Ein schöner Korb Mandelblätter. Sahnequark. TK Johannisbeeren. Himbeergeist. Und jetzt bitte anschnallen, die Zutat des Tages ist Büffelmozzarella. Ja. So. Ich zeige das mal, damit ihr das seht. So sieht das aus. Ne? Wir bauen das mal um. Komm, ich baue das doch mal eben um. Das soll mal ein bisschen schick sein. So, damit sie das zu Hause auch erkennen können. So, zack. Erstmal den imaginären Teller aus Alufolie. Sehr schön. So, dann kommt das Ding oben drauf. Guck mal, geht das mit Gabel hier auch, ne? So. Sehen Sie? Büffelmozzarella. Und wie immer, an dieser Stelle unsere Top 3 Infos. Auf Platz 3. Echter Büffelmozzarella stammt aus Kampanien in Italien. Er wird aus der Milch der dort lebenden Wasserbüffel hergestellt. Auf Platz 2, Büffelmozzarella ist im Gegensatz zu Kuhmilchmozzarella nicht oder nur bei geringen Temperaturen pasteurisiert. Das sichert den intensiven Geschmack, verringert jedoch die Haltbarkeit. Und auf Platz 1, Büffelmozzarella sollte 10 Tage nach dem Einkauf spätestens verzehrt werden. Unsere Zutat des Tages. Ja. Unsere Männer haben eine höhere Haltbarkeitsstufe. Sie wollen nicht gehen, weil sie wollen eigentlich aufs Ganze. Heute geht es erstmal um 4.000 Euro. Hier sind Father and Son, Paul und Sebastian. Wieder dabei.
ehrlich muss ich da mal her, ne? Ja. Ihr guckt den Warenkorb gar nicht lange an, immer gleich weiter. Es hat gut ausgeschaut, auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, oder was? Ja. Das hat gereicht. Ja. Würdest du denn auf 10.000 gehen oder würdest du sagen 4.000, zwei für jeden? Reicht. Unser Deal ist, schauen, wie es heute läuft. Ja. Natürlich nur, wenn wir gewinnen. Bauchgefühl, Einblick auf den Warenkorb. Ja. Der Sohn ist ja tendenziell einer, der lieber ein bisschen, ne? Vollgas. Vollgas, ne? Ja. Der will die 10, ne? Was hast du da? Ja, das sollte Eischnee sein, ist nicht. Hast du den Zucker zu früh dazu gegeben? Wahrscheinlich. Das ist ja. Das ist das. Wenn man Eischnee macht, dann muss man ein bisschen aufpassen, ne? Aber ist egal, wir haben ja genug Eier da, ne? Alles gut. Erst mal das Eiweiß anschlagen und dann bei der Mitte ungefähr. Kleine Prise Salz vielleicht am Anfang, die hilft. Nee, das oh. Ist gut. Ey, 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 was ist denn hier los? Was los? Nervös wegen 4.000? Nein. Nein. Na, Gott. Bei 10? Du würdest auf 10 gehen, ne? Ich würde die 10 machen, aber hättest schon Bock drauf, ne? Hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Aber der alte Schwäche ein bisschen, ne? Ja. Aber dann kriegst du noch hin, oder? Wird schon, wird schon. Ja, 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 ja. Ich hoffe doch. Sehr schön. Ja, meine Herren. Ja. Dann lass mal hören, was gibst du heute? Heute gibt's Flusskrebse. A la Creme, bisschen Schalotten, bisschen Knoblauch angehen lassen. Schon jetzt ein bisschen Flusskrebse, genau. Fürs Aroma dazu. Oh, genau. Ablöschen, Schuss Wein verkochen lassen. Ja. Sahne dazu, Brühe durchmixen. Warm und eher die Flusskrebse, dann wirklich die ganzen nur mehr in die warme, aber nicht mehr ganz kochen mehr. Lassen. Ganz wichtig. Dill abschmecken, Spaghettini kochen, ja. Kalt abduschen, mit Ei. Ich sage ja. Ei, Parmesan, falls wir ihn gewinnen. Und in der Servierringe rausbraten, knusprig, da gut rüber oder à la Creme. Also knusprige Spaghetti-Nest mit so Flusskrebse à la Creme. Genau. Also. Die Kalbsschnitzel ganz heiß und schnell in der Pfanne, zack, genau. In eine Auflaufform. Ein bisschen Kapern dazu, ein bisschen Tomaten auch in der Pfanne angegangen und Mozzarella drüber, à la Caprese ins Rohr überbacken. That's it. Nachspeise ein Quarkgratin, hoffentlich. Noch nicht. Und kommt noch. Johannisbeeren drauf, auch gratinieren. Auch das schön. Wäre es, wenn es das ist. Hört sich gut an. Ja. Feines Menü. Sehr gut. Aber jetzt kommen wir zum neuen Frauenteam. Hier sind Lisa und Petra und sie nennen sich Kommt Essen. Herzlich willkommen. Ja. 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 Beide aus Hamburg, aber gebürtig aus Schweden. Ja, genau. Schwedisch. Schwedisch. Schwedisch sozusagen, beide. Ja, genau. Kennt ihr euch von damals schon oder habt ihr euch hier erst in Deutschland kennengelernt? Nee, erst mal, als ich nach Hamburg eingezogen bin. Ja. Ah, okay, also. Ja. Seit 2010. Ja, genau. Stockholm Warum ist zwar aus? Nicht so groß, aber trotzdem haben wir uns dafür passt. Okay, aber Stockholm, schöne Stadt. Ja. Ich war letztes Jahr in Schweden. Hat mir gut gefallen, mit dem Wohnmobil. Hast du alles dabei gehabt zum Essen? Ja, klar, logisch. Wir haben eingekauft noch, ne? Ja, sehr gut. Ich meine, schwedische Küche ist, es gibt sehr gute Restaurants in Schweden. Und was ich gesehen habe, es gibt an jeder Ecke eine Pizzeria. Wirklich an jeder Ecke. Ein Dorf mit 3 Einwohnern, Pizzeria. Ja. Echt? Unglaublich. Ich habe noch nie so viele Pizzerias gesehen. Hast du die probiert? Nee. Nee, ne? Wie kommt denn das? Das ist das einzige Fastfood, was wir haben eigentlich. Okay. Gehabt haben, traditionell. Also Döner arbeiten, ist nicht so. Weiter arbeiten, ne? Ja. Meiner nur. Dönerbuden haben wir nicht so. Nee, oh, original, das gibt's aber hier. Und warum hast du gefragt, ob ich Essen mitgenommen habe? Weil es zu so teuer da ist, oder was? Genau. Hey, Lebensmittel, echt, ne? Ja. Kostet schon ein bisschen was, ne? Ja. Muss man sagen. Und schwedische Küche, was ist denn so ein Klassiker? Fisch. Ja. Alles, was mit Dill zu tun hat. Wir freuen uns, dass wir Dill in der Korb haben. Ja. Ja, genau. Und Flusskrebse, perfekt für... Perfekt, ne? Ja. Das trifft das schwedisches gut, Essen. Ne? Ja, deswegen. Ich finde Schweden echt
Na, abgesehen vom Land und so, auch die Luft und so, aber wenig Mücken. Alle haben gesagt zu mir, so viel Mücken im Sommer. Aber dann warst du nicht so weit nördlich, oder? Weil da gibt's die. Ich war bis Mittland, kann das sein? Mitte? Mittelschweden. Okay. Das ist schon, also es ist ja sehr lang. Dann also ein paar Mücken waren schon dabei, aber nicht so schlimm, wie alle gesagt haben. Wer hat sich denn beworben von euch? Icke. Icke? Und warum? Ja, ja, weil, ich hab's gesehen. Weiterarbeiten. Ja, ich warte auf mein Wasser. Okay, das ist gut. Und ich wollte es gerne ausprobieren. Okay, schön. Man sieht auch hier die Rezepte. Geheimschrift. Auf Schwedisch, nicht auf Deutsch. Besser so. Blender. Blender ist Mixer, oder was? Blender. Blender ist ein Mixer, ne? Ingredienzseite Bröt. Bis er kaputt ist, okay. Genau. Und in der Form 20-30 Minuten, ne? Das gut. Dann vertell mir mal, was gibt das denn? Was heißt zu essen auf Schwedisch? Essen, was Essen heißt? Zu essen. Ad Erta. Okay. Was gibt es denn Ad Erta? Ja. Ja, was gibt es denn zu essen von euch? Heute machen wir Flusskrebse mit einer Dill-Mayonnaise. Ein knuspriger Schnitzel, gefüllt mit Mozzarella. Und dazu eine Tomaten-Kapernsoße und Spaghetti. Ja. Und als Nachtisch Bärenburger. Mm. Das hört sich gut an. Ja. Fein. Aber können wir das noch mal auf Schwedisch hören? Ja, weil wir sind ja hier. Wir sind ja öffentlich-rechtlich, da ist eine Kamera. Auf Schwedisch das Menü bitte. Heute, idag, så ska vi göra en liten förrätt som består av flodkräftor och en liten dillmajonnäs. Har vi döpt den, Lisa? Har vi döpt den? Nej. Nej, den har vi inte gjort. Och till varmrätt så gör vi en schnitzel och den ska jag göra. Ja. Och till efterrätt så gör vi en liten bärburgare. Mm. Det kommer bli en intressant liten överraskning. Så. Ja. Ja. Stay. Har du verstanden? Yes. Yes. Ja. So, Quizfrage. Paniermehl für die Frauen, Parmesan für die Männer. Schauen wir mal, hier ist die Quizfrage Nummer 1. Was sind Kalamata? A. Rötlich-braune Oliven, B. frittierte Tintenfischringe, C. zerhackte Gewürze oder D. portugiesische Bonbons. 10 Sekunden ab jetzt. Rechtzeitig drücken. So, meine Herren, was habt ihr gedrückt? A. Rötlich-braune Oliven? Ja. Warum? Könnte passen, oder? Bauchgefühl. Bauchgefühl, okay. Bin mal gespannt, meine Damen, was gibt da zu lachen? Wir haben einen Gehirnschmelz gehabt und deswegen ist es falsch. Wir haben B gedrückt. Ich habe B gedrückt. Ihr habt B gedrückt. Ihr habt einen Gehirnschmelz gehabt. Dabei wissen wir ganz genau, dass Kalamata Oliven... Der Juro kommt doch erst noch. Also, und ihr habt B. Was wolltet ihr drücken? A. Oliven. Kalamata Oliven, ja, ist ja klar. Genau. Ist klar, ne? Oder? Tja, ist klar, das muss man drücken. Aber ohne Gehirn, schwierig. Hier ist das A und das ist richtig. Rötlich-braune Oliven, die Männer. Nee, hier, so sieht die aus. Ein Exportschlager aus Griechenland. Leider der einzige. So. Hier ist der Parmesan. Aber richtig schön lecker. Haben wir noch eine Erklärung? Oh ja. Die rötlich-braunen bis schwarzen Kalamata-Oliven haben eine härtere Schale, sind sehr aromatisch und ein wenig salzig. Sie sind mandelförmig und werden in der Region Messenien und auf der Insel Peloponnes geerntet. Meist werden sie in einer Mischung aus Essig und Öl eigentlich. Doch wird aus der Olivensorte auch Öl gewonnen. So, das haben wir hinter uns gebracht. Ach Gott, schön. Und Sie wissen ja, this is week. We have the Garnelenwoche. Meine Damen, meine Tafel. Jawohl, her damit. Ja! Oh!
Waren Sie vorher bei Carmen Nebel oder was ist los hier? Oder bei Florian Silbereisen oder was geht? Haben Sie gehört, ne? Tanze Gamba mit mir. Tanze Gamba die ganze Nacht. Und was tanzen wir heute am 22. Mai? Wir tanzen Garnelenbällchen. Dafür braucht man Garnelen, Sesam, Frühlingszwiebeln, Limette, Knoblauch, Sojasauce, Speisestärke, Salz und Pfeffer. So. Und es geht los. Erstmal Pfännchen aufsetzen. Und dann haben wir hier die Garnelen. Die habe ich vor der Sendung schon gepult und entdarmt. Das haben Sie bestimmt schon tausendmal gesehen. Sehen wir, oh, ich habe sie doch nicht entdarmt, oder? Doch, habe ich. Guter Junge. So, jetzt hier hinten das Schwanzsegment auch noch abzupfen, weil wir jetzt komplett hacken die Garnelen. Ja. Richtig schön fein. Scharfes Messer. Und dann geht's los. Ja. Jetzt wie, wenn Sie zu Hause Fleischwolf haben, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Aber die wenigsten haben natürlich einen zu Hause. So, jetzt hier einmal durchhacken und dann mit dem Messer, als wenn man Kräuter hacken würde, richtig noch mal so ein bisschen durch die Garnelenmasse durchlaufen lassen. So. Wir nennen es heute Garnelenbällchen, aber man kann natürlich auch Frikadelle sagen. So. Das Schöne ist bei der Garnele, dass sie unheimliche Bindungsfähigkeit hat. Das heißt, man muss nicht viel dazugeben, die Masse bindet von ganz alleine. So, das reicht. Dann ein Schüsselchen. Das hätten wir hier. So, die Garnelenmasse hineingeben. Dann gibt es dazu ein bisschen Frühlingslauch. Den verpassen wir aber noch ein bisschen Geschmack. So, wenn ihr zu Hause denkt, Mensch, der schneidet das ja an der gleichen Stelle und mit dem gleichen Messer. Ja, es kommt ja auch in die gleiche Schüssel, ist ja klar, ne? Also, ne? Brauchen Sie jetzt nicht wieder anrufen. So, jetzt hier zuerst ein bisschen Sesamrösten in dieser Pfanne, ohne Fett. So. Wichtig ist, wenn Sie sowas rösten, ohne Fett, sonst wird es völlig verkleben. Einfach leicht anrösten und das gehen wir gleich zu unserer Masse, die wir jetzt schon mal ein bisschen abschmecken. Garnelen sind von Haus aus schon nicht leicht salzig, aber schon eine gewisse Würze, deswegen brauchen wir nicht mit so viel Salz arbeiten. Aber Pfeffer kann er gut vertragen. So. Dann ein wenig Limettenschale. So. Nebenbei ein Auge auf den Sesam. Ein bisschen leicht Schale und ein ganz klein bisschen Saft auch gleich noch. Sehen Sie hier, Sesam schon fast geröstet. Dann einen Hauch Knoblauch über die gleiche Reibe. So. Auch mit dazu. Sehen Sie, wenn der Sesam anfängt zu springen, das will jetzt zeigen, er will raus. So. Sehen Sie hier, jetzt den heißen Sesam, aber hier, zack, da rein. Wichtig ist, dass das alles rauskommt. Sonst, ne, komm mal her. Zu Hause sollten Sie es vielleicht nicht mit einem Blatt Papier machen, ne? Vielleicht nicht mit einem Tuch. So, in die gleiche Pfanne jetzt unseren Lauch, den wir jetzt in Olivenöl ein ganz bisschen einfach anschwitzen, weil dann kriegt er einfach mehr Geschmack. So. Wirklich nur kurz, dass er einmal richtig anfeuert. So. Leicht angab und diese extreme Zwiebelschärfe rausgeht. Man riecht das hier, das riecht extrem zwiebelig und das wollen wir halt nicht in dieser Garnelenpaste haben. Jetzt hier, schwupp rein. Wir bleiben bei dieser Pfanne. Kratzen Sie diesmal, wischen Sie diesmal viel mehr. Aber mit dem Tuch aus, so. Zack, dann geht die wieder rauf. Jetzt haben wir hier unsere Garnelenmasse, Salz, Pfeffer. Dann haben wir schön dran gegeben den gebratenen Zwiebellauch, die gerösteten Sesamkörner. Das Ganze wird jetzt vermengt. So, zum Binden ein ganz klein bisschen Speisestärke. Und dann schmecken wir es nochmal ab mit einem Hauch Sesamöl. Da empfehle ich immer das Geröstete zu nehmen, weil das hat richtig Geschmack. Das merkt man, ist richtig intensiv. Man muss ein bisschen aufpassen. Man darf nicht zu viel, sonst wird es schnell bitter. Also wirklich so einen kleinen Schluck. Und dann, weil wir so ein bisschen asiatisch sind heute, noch einen kleinen Schuss Soja. So, das reicht. Jetzt das hier schön vermengen. Je feiner man das hackt, die Garnelenmasse, desto besser bindet die nachher auch. So, das reicht schon. So sieht das jetzt fertig aus. Sieht man hier, alles schön vermengt. Jetzt die Pfanne wieder rauf. So, Olivenöl in die Pfanne. Und jetzt formen wir so kleine Frikadellen. Man kann jetzt auch Bällchen machen. Frikadellen gehen einfach ein bisschen schneller.
Ein Bällchen wäre jetzt so. Den könnte man, sie will es auch mit Tempura. Können Sie sich daran erinnern gestern? Ne? Schön panieren oder einfach nur durch Mehl in den Tempurateig dann auffrittieren. Das wird auch gehen. Wir machen jetzt hier kleine Frikadellen. Die kommen in das Öl rein. Ja. Für 3,50 Euro können Sie eine Portion nach der Sendung kaufen. Ist kein Problem. Zu teuer? Na gut, 3,49 Euro, weil Sie es sind. Mein Gott. Wir sind beim ZDF, ja? Wir brauchen das Geld. So. Die Moderatoren sind so teuer. So. Hier haben wir jetzt die Masse. Die braten wir schon vorsichtig. Hier schön aufpassen. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch ein bisschen mit Schärfe arbeiten. Wenn Sie zu Hause sitzen, Mensch, ich habe das lieber so ein bisschen scharf, dann könnte man jetzt so mit Chili arbeiten. Und man könnte aber auch würziger werden, im Sinne von, dass man sagt, man macht es in eine andere Richtung, so ein bisschen mediterran, dann mit Olivenöl, mit Rosmarin und Thymian arbeiten. Dann können Sie machen, wie Sie wollen. Das Schöne ist halt bei Garnelen, die haften, haben eine hohe Bindefähigkeit. Das kriegt man auch zu Hause hin, wenn man nicht oft kocht, ist kein Problem. Jetzt hier, schwupp, einmal drehen. So. Sehen Sie hier, jetzt kriegt Sie diese klassische Farbe, die Sie kennen, von den Garnelen. So. Zum Schluss, kleines Flöckchen Butter, wäre nicht schlecht. Klaue ich mir mal kurz. So. Kleine Flocke, kleine Flocke. So. Nehmen wir jetzt dazu. Deswegen auch aufpassen mit der Hitze, nicht zu hoch. Butter soll nicht verbrennen. So. Dann geht er schon Richtung Teller. Dazu passt natürlich so ein Curry-Dip, können Sie machen. Oder auch eine schöne Tomatensalsa. Also da steht Ihnen alles frei. So, noch einmal drehen, dass man wirklich sicher ist, dass die ganze Schote von beiden Seiten auch schön knusprig ist. Aus der Pfanne. Einmal auf das Brett. So. Dann haben Sie hier die kleinen Garnelen. Bällchen, Frikadellen, wie immer Sie das nennen wollen. Garnelen, Woche Teil 2. Jawohl. Alles klar mit deinem Eiweiß? Ich glaube, das passt. Okay. Gib mir das Stück Fleisch und mach schon vor. Ja. Problematik ist natürlich, wenn, du merkst ja jetzt schon, ist schon Fleisch. So ist es gut. Mehr Hitze wäre schlecht, merkst du, ne? Warum macht ihr nicht dieses Gratin, was ihr wollt? Mit Mozzarella und Tomate extra und packt es dann auf das Fleisch und dann rein. Weil du siehst ja selber, das Fleisch naja, ist schon irrsinnig dünn. Ist schon irrsinnig dünn. Und wenn das jetzt nochmal Hitze im Ofen kriegt, richtig? Ja. Dann kannst du ja Pech haben, dass es trocken wird. Hol mal raus. Komm mal her. Mach mal so, das ist gut so. Guck mal hier. Genau so. Hol mal raus. Okay. Das kann ruhig noch ein bisschen roh sein, das ist nicht schlimm. Pfanne ausgeschnitten. Weil das zieht nachher durch. Ich würde an eurer Stelle lieber das Gratin extra machen und dann zum Schluss draufsetzen. Alles klar, danke. Kam deine Freundin nicht auch aus Schweden? Ja. Und wo daher? Welche Stadt? Süden, Lund. Süden? Ja. Hat die Stadt auch einen Namen oder heißt sie Süden? Lund. 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 Ja. Meine Damen, kennt ihr Lund? Ja, ja klar. Schöne Stadt. Deswegen versteht ihr nicht, was wir sagen, weil die sprechen da eine andere Dialekt. Ah. Da können wir Geheimsprache trotzdem üben. Ist das so ein Unterschied? Ja. Ja, nee, ja, nee. Aber es gibt eine andere Aussprache. Sozusagen. So wie bayerisch und hamburgisch, oder? Ja. Ja, ja, kann man so sagen. Kann man sagen. Okay. Hier kommt jetzt der Mozzarella zum Einsatz. Ja, genau. Schon öfter mit Mozzarella gearbeitet? Nee. Noch gar nicht? Doch, habe ich, aber nicht, nicht so viel. Was ist denn ein schwedisches Leibgericht? Gute Fleischbällchen, Köttbullar, weil die richtig gut gemacht sind. Das stimmt auch noch, wie eine Möbellade, das stimmt auch noch. Also die Kia, aber die Kia sind am schlechten. Das hast aber, du jetzt gesagt. Ja, genau. Und, ich widerspreche aber nicht. Weil man die dann gut kochen kann, das ja. Ist super. Wieso macht man im Schweden gerade Fleischbällchen? Also das kann ich nicht. Aber okay. Ich weiß, wenn die gut schmeckt, dann, okay. Dann ist es gut. Wenn die auch mal aus Elch gemacht, oder? Kann die auch. Ja? Kann die auch. Und okay. Das ist besonders lecker. Schon mal Elchfleisch gegessen? Ja, natürlich. Ja, und ja, lecker? Ja. Welche sehr Richtung? Es ist halt wild. Ja, ja, das richtig ist halt so wild? Richtig herzhaft, oder? Ja, es ist schon herzhaft. Also, ein bisschen wie Hirsch, oder was? Ja. Kann man sagen, genau. Und Rentier kann man auch gerne, guten gerne essen. Das die das Ding ziehen vom Weihnachtsmann? Ja. Das ist aber nicht nett. Das finde ich aber nicht schön. Die esst ihr auch? Ja. Mein ja. Gott. Das sind wohl die Chinesen Europas. Ja. Kommen wir zum zweiten Quiz.
Und zwar haben wir jetzt Vanillestange für die Frauen und Basilikum für die Männer. Hier ist die Quizfrage 2. Na, wo habe ich sie denn? Ich habe so viel Platz jetzt hier auf meinem Tisch, dass ich es gar nicht mehr finde. Da ist sie. Welche Rinderrasse gibt es nicht? A. Hinterwäldlerrind, B. Angus, C. Cavallo oder D. Limousin? 10 Sekunden ab jetzt. Ja. Angus fehlt es, aber ich finde es nicht. Okay. So. Meine Herren? C. C? Ja. Warum? Weil Cavallo auf Italienisch Pferd heißt und ich dachte, das möglicherweise. Der Österreicher, er weiß alles, ne? Kärntner, italienische Grenze. Okay, gut. Was habt ihr mal da? Ja, diesmal war es zumindest nicht ein Verdrucker, sondern wir wussten es nicht. Ihr wusstet nicht. Was habt ihr gedruckt? Wir haben der Hinterwäldler, weil wir haben gedacht, das wäre dann so. Ja, du weißt da, wo Frank Rosin herkommt, ne? Ja? Könnte man meinen. Hohen Norden. Richtig ist aber tatsächlich C. Cavallo, die Männer. Hier, meine Herren. Danke. Jawohl. Basilikum. Und wir zaubern noch mal eine schnelle Nummer hinterher eben bei diesem Warenkorb. Ja. Muss man ja sagen, er ist ja vom Feinsten. Aber erst mal ein bisschen aufhören. Sag mal, Vanilleschote, wofür wäre die gewesen? Hätte ich gedacht, würde ich einfach den Quark reintun. Okay, jetzt machst du ohne, ne? Ja. Ja. Was sollst du auch sonst machen, ne? Ja, auch gut. Was heißt denn, Quiz läuft mäßig auf Schwedisch? Den här frågetävlingen går riktigt dåligt. Ja, aber richtig dole. Aber richtig dole. Aber sowas von dole. So. Kommen wir zu einem leckeren Pastagericht, was ich mir selber hin und wieder auch mal zu Hause tatsächlich selber zauber. Nudeln einfach in kochendes Wasser, ist klar. Dann haben wir den Büffelmozzarella, sozusagen die Champions League der Mozzarella. Ja, muss man ja sagen. Ich mag Kuhmilch auch, aber Büffelmozzarella ist wirklich Champions League. Das ist wie St. Pauli und HSV, weiß ich nicht. Männer- und Frauenfußball, ja. Gibt halt Sachen, ne? Sind einfach ein bisschen besser, ne? Kügenschlacht, Topfgeldjäger, ne? Ist auch klar, ne? Ja. Ja. Und natürlich Steffen und Frank, ist ja klar. Ja. Hallo. So. Es gibt auch so ein schönes afrikanisches Sprichwort. Wie war das noch? Das war, der Büffel prahlt nicht mit seiner Kraft, wenn der Elefant in der Nähe ist. Das ist ein afrikanisches Sprichwort. Und Frank verhält sich genau so, wenn ich auch in der Nähe bin. Verstehen Sie? Ne? Genau. Ist klar, wer hier der Chef im Haus ist, ne? Gut. So, jetzt haben wir hier Tomaten. Die einfach vierteln, beziehungsweise eher noch kleiner schneiden. So. Das ist jetzt ein echtes Hausrezept von S. Hensler. Also passen Sie genau auf. So. Man könnte die Tomaten noch abziehen, etc., aber das ist doch alles viel zu stressig. Dann brauchen wir Zwiebel. So. Und zwar nicht zu knapp. Dieses Gericht kann Zwiebel sehr gut ab. So. Die schwitzen auch gleich am Anfang an. Ups. Mit einem ordentlichen Schuss Olivenöl. Und schön Knoblauch. Diese Spaghetti brauchen genau wie Zwiebel auch Knoblauch. Beides in das Öl geben. So. Schön anschwitzen. Die Mozzarella noch nicht. So. Geht hier gleich los, dann testen wir einmal kurz die Spaghetti. So. Unterhaltet ihr euch immer Schwedisch untereinander? Ja, das muss ich ja. Nicht Deutsch? Nein. Nein? Nee, auf Schwedisch. Träumt ihr Schwedisch oder Deutsch? Wie bitte? Träumt ihr Schwedisch oder auf Deutsch? Gemischt. Also ich bin schon über 10 Jahre hier und ja. Es kommt auch schon vor, dass ich auf Deutsch... Fuchst du schon mal so ein deutscher Traum rein, ne? Okay. Ja. Richtig. Spaghetti ja. Brauchen wir noch, aber hier ist immer schön. Knoblauch, Zwiebeln richtig schön auslassen. Richtig, dass Kraft ins Öl kommt. Dann die Tomate oben drauf. Ja. Jetzt kräftig würzen.
schön Salz, ordentlichen Stoß Pfeffer. Das Ganze ein bisschen einkochen lassen. Kann man auch dadurch beschleunigen, indem man die Tomaten so ein bisschen mit einer Palette so ein bisschen andrückt, dass das Fruchtfleisch rausläuft und ein bisschen einkocht und das Ganze so ein bisschen suppig wird. Das lassen wir jetzt schön kochen. Währenddessen gießen wir unsere Pasta ab. Ah, guck mal, da sind ja noch welche. Hey, kann ich kochen brauchen. Okay, braucht ihr die noch? Ja, da stehen, da stehen. Ich kippe das einfach oben drauf. So. Wir brauchen keine Tiefkelle zum Anrichten, oder? Ja, wichtig, nicht abschrecken oder sonst irgendwas machen. Einfach direkt heiß lassen. So. Tomate ein bisschen einkochen lassen noch immer. Dann haben wir hier Basilikum. Den schön grob hacken. Mit heruntergeben. So. Und jetzt unsere Pasta. Mit dazu. Nicht zu viel. Auch wieder schön durchschwenken. Kleinen Schuss Olivenöl hinterher. Und jetzt erst den Büffelmozzarella. So. Richtig rein. Weil der schmilzt relativ schnell. Da muss man jetzt aufpassen. Sonst verklebt er komplett in der Pfanne. Alles lösen. Der soll nur so leicht lauwarm werden. So, man sieht jetzt hier, schauen wir mal, der fängt jetzt an, so leichte Ziehfäden. Das kennen Sie von der Pizza, wenn er so hochzieht. Aber bevor das völlig zerläuft, ab auf den Teller. So, wirklich schön. Und das machen Sie morgen. Ja, 2:50 fangen Sie an. Und dann hocken Sie sich richtig schön vom Fernseher und glotzen Topfgeldjäger mit dieser leckeren Pasta mit Mozzarella und Tomate. Yep. Ah. Einfach, aber gut. Sie können natürlich auch. Und vielleicht, wenn man es gerne scharfer möchte und mit einem Hauch bisschen Chili mit rangeben und so. Und ups, was ich gerade merke. Das ist ja vegetarisch. Liebe Vegetarier, hallo. Hallo. Kommen wir zum dritten Quiz. Und da gibt es wieder Paniermehl für die Frauen. Sie wollen es noch mal versuchen. Und Basilikum für die Männer. Hier ist Quizfrage Nummer 3. So, kann sich nur um Stunden handeln. Ah, da sind sie. Hinter dem Begriff Kakelon verbirgt sich ein oder eine Gewürzmischung. A. B. Nepalesische Bergziege. C. Japanisches Sushi-Messer. Oder D. Ein Topf für ein Käsefondue. 10 Sekunden ab jetzt. Oh, wir müssen mal kurz warten. Die Kandidaten können auf ihren Bildschirmen nichts erkennen. So. Also, jetzt. Dürft ihr raten? Ladies first, machen wir mal so. Na? Hast du mal gedrückt? Also ich würde nicht sagen Sushi-Messer. Das hört sich. Es könnte französisch sein, also Käsefondue. Ich gleich mit Telefonjoker kommst, ne? Ich sag mal Topf für Käsefondue. Also Dora. Was meinst du? Sicher? Ich folge dich. Okay. Du folgst ihr. Sehr schön. Die Damen waren D. Ja, wir sagen auch D. Ihr sagt auch D. Ja. Haben wir B gesagt? Nee, wir haben D gesagt. D. D. Sicher? D. D. Ja. Beide sagen D. Beide richtig. Ein Topf für ein Käsefondue. Ja. Ja. Hier übrigens. Könnt ihr noch mal gucken? So sieht das Ding aus, Kakelon, der Topf für ein Käsefondue. So, hier ist Paniermehl. Zu spät, oder? Ja, genau. Ja, gut. Erzähl mal, welche Farbe haben wir da vorne? Die erzählen mal. Hallo? Willst du mich schräg von der Seite anmachen, oder was? Soll ich schon die Münze werfen? Ist schon fertig? Ja. Wir versuchen ja immer einfach zu kochen, ne? Ja. So. Pizza, Hotdog, ne? Ja. Genau, richtig. So, also, das ist... Fertig jetzt, das ist die Vorspeise. Mhm. Was ist denn das, was wir hier haben überhaupt? Das ist ein ganz schnelles Brot, was man auch zum Grillen gut machen kann. Wie geht denn das? Mit Backpulver, deswegen geht es schnell. Okay. Mhm. Das ist einfach Milch, Mehl und Salz, Backpulver. Okay, und dann ist da unten diese Dill-Mayonnaise. Richtig. Das ist die hier, ne? Ja, die ist ein bisschen fest geworden, aber... Ein bisschen ist gut. Mhm.
Aber ich dachte, er sieht es ja nicht, hier, der Kollege. Ja, die ist fest. Mhm. Da geht aber gar nichts, ne? So ein Schein. So ein was? Großer Stück. Ja, ich muss ja probieren, ja. Muss ja schmecken. Sehr senflastig, ne? Ja. Aber so ist es auch mit, so wird auch Flusskrebs gegessen, mit Senf und Dillsoße. Also okay. Deswegen. In Schweden? In Schweden. Das weiß der Dorfdepp aber nicht. Ja. Ah. Hm. Ah, ne? Du hättest sie vielleicht einen Tick cremiger halten sollen, aber... Ich kann es ja noch mal. Grundsätzlich ist es nicht schlecht. Ist natürlich sehr senflastig. Mhm. Also, aber du hast ja Dill noch mal drin, also willst du das so nehmen und reinbeißen, wird schon schmecken. Und das ist das Dessert. Das ist jetzt ein Bärenburger. Das ist ein Bärenburger. Ja, sauber. Da nehmen wir auch mal, ne? Und was ist das für ein Teig? Das ist ein Cookie-Teig. geil ist das. Und dann ist, hab ich so ein bisschen... Das nennt ihr einfach Bärenburger. Ihr seid ja richtig geil. Ja, es gefällt mir. Das, wie bei McDonald's, da siehst du auch das Bild, denkst du, boah. Und dann kommt das Ding so. Bärenburger, boah. Sehr schön, ist gut. Wenn es schmeckt, ist cool. Nee, witzig, ja. Gefällt mir. Und was ist das für die Creme? Das ist nur Quark mit Zucker. Ja. Und dann sind die Beeren haben ein bisschen in Himbeergeist baden dürfen und ein bisschen Zucker auch drauf, weil die waren da sehr sauer. Okay. Also Creme fraiche mit Zucker, die Dinger drauf und der Teig, einmal noch ganz kurz, damit ich dir ins Wort gefallen. Ist Butter und Zucker, ein bisschen karamellisiert und dann mit Mehl, Backpulver, Salz. Ja. Viel Salz, weil das ist viel lecker. Viel Salz, ja, okay. Finde ich. Und dann ein Ei. Ein Ei, was ich erst vergessen habe. Okay, aber ist okay. Dann gucke ich mal, wo ihr diese beiden schönen Gerichte hinbringen könnt. Achtung, es geht los. Wupp. Schwarz. Auf schwarz. Danke. Ihr seid schwarz. Ja. Okay, gut. Männer, wie sieht's bei euch aus? Männer. Männer, wie sieht's bei euch aus? Steffen, es schaut gut bei uns aus. Dann bin ich beruhigt. Ja. Ja. Mhm. Ah ja, wollen wir laufen, ne? Okay. Ohohoho. Schauen Sie mal hier. Das ist aber optisch schon mal. Das sieht das Gratin, ne? Mhm. Erzähl, wie du es gemacht hast. Das war von diesem fetten Topfen oder Quark mit Ei, bisschen Zucker, bisschen Stärke rein, bisschen von dem Himbeergeist, damit wir auch noch was für Ina Müller haben. Und dann noch Schnee untergehoben von zwei Eiern. Schön, doch optisch und absolut sehr schön, dieses Lausen leicht gratiniert, die Früchte. Meine Herren. Und zehnmal so groß wie bei den Frauen. Da kann man ja schon mal fragen, was würdet ihr mit der Kohle machen? Schon eine Idee? Ich würde meinen Kindern irgendeine sinnlose Freude machen. Eine sinnlose Freude? Ja. Was würdest du deinem Sohn denn für eine sinnlose Freude machen? Der Sohn kriegt selber Geld. Der ist draußen. Der ist draußen, oder? Ja. Hast du noch eine, oder? Ja, meine Tochter. Ah, okay. 16 Jahre. Ja. Antonia, bezauberndes Mädchen. Das habe ich nicht anders erwartet. Und Dankeschön. Bitte schön. Hat ihn Schweden als Freund, oder? Nein, okay, hat sie nicht. Du, was immer... Aber sag mal, was ist denn ein sinnloses Geschenk jetzt für eine 16-Jährige? Wo sich der Vater nicht vorher überlegt, was jetzt braucht. Mach dir selbst eine Freude, da hast du die Kohle. Ach, die Kohle, auch so ganz entspannt. Na, oder geh mit mir einkaufen, das wäre natürlich dann noch einmal schön. Okay. Was macht Sohnemann? Ja, mal schauen. Vielleicht in ein Auslandssemester investieren. Ah, okay. Ja, so was Sinnvolles damit anfangen. Was Sinnvolles? Ja. Oder sonst mal gucken. Was hast du für Hobbys noch? Hobbys? Ja, ich habe ja keine Zeit für Hobbys eigentlich. Wollte gerade sagen, der Barkeeper, studiert Medizin, technische Chemie, dann noch eine schwedische Freundin. Genau, ja. Nicht gar keine Hobbys? Ja, doch, klar. Ich mache Sport, also ich habe früher viel Football gespielt. Echt? Okay. Ja, musste ich leider aufhören dann wegen gesundheitlichen Beschwerden. Also ich habe mir die Hüfte ausgerenkt. Welche Position war Football? Du bist ja Running Back. Ah, der Läufer, ja. Ich habe mir die Hüfte ausgerenkt beim Spielen und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht wert. Das ist nicht wert. Das tut richtig weh, oder? Ja, das war richtig übel. Okay, und da hast du gesagt, da studiere ich lieber Medizin und renk die wieder ein, ne? Genau, ja. Pass! Und jetzt kommen wir... Moment. Also Mozzarella, ne? Zur letzten Quizfrage. Die Frauen hätten gern Kakao. Wofür wollt ihr einen Kakao haben jetzt? Ich dachte, ich würde das auf den Burgern sprenkeln, aber... Aber? Also wir versuchten ja ohne diese Zutaten auszukommen. Ne? Aber wenn du holst es wieder und sprenkelst es drauf? Ja. Okay.
Puderzucker wahrscheinlich auch fürs Dessert bei den Männern. Dann wollen wir gucken. Hier ist unsere vierte und letzte Quizfrage. Nee, nicht Puderzucker. Und zwar, Schätzfrage. Wie viele Kapern befinden sich in diesem Glas? 237. Bitte aufschreiben. Das war wo? Wie viele? So, wie viele Kapern befinden sich in diesem Glas? 199. Für die Tafel zu mir. Dankeschön. So. Jawohl. So, wollen wir mal gucken. Da muss ich mal genau rechnen jetzt schon mal. Also, die Männer sagen 237. Die Frauen sagen 199. Richtig ist 214. Damit die Frauen. Yep. Dann würde ich sagen, noch ein bisschen sprenkeln, ne? Ab nach vorne damit. Guck dir mal das mal an. Ja, guck ich mir an. Ich probiere mal kurz hier. Jetzt haben wir eine Kapern-Tomatensoße. Ja. Wozu ist die? Zum in der Pasta drin. Mhm. Mhm. Zusammen, ich weiß nicht, ob das fertig ist. Wollen wir mal reingucken, oder? Also ganz ehrlich, ich brauche das. Ist so. Käse drin? Wie, du brauchst es nicht. Willst du dich ein bisschen drüber machen? Passt das, findest du? Effekthascherei bei den kleinen Bürgern, oder? Ja. Nicht? Dann nicht. Okay, soll ich das? Was hast du jetzt für eine Füllung drin? Mozzarella. Mozzarella, also kann der ist ja eh schnell gar. Dann, guck mal, wir klappen einfach auf und gucken rein. Guck mal hier, so. Super. Schön rosa. Wieso? Nee, ja, was denn? Soll das rosa sein? Ja, klar, hallo, hier ist ein bisschen noch. Nee, das passt. Sehr schön. Anrichten. Was ist das? Mann, das nehmen wir mit raus auf den Teller. Ah, okay. Sehr schön. So, jetzt den Teller schön anrichten. Bin ich sehr gespannt. Mit der Pasta hier? Mit der Pasta? Jetzt? Nächst, bisschen. Gucken wir mal die Männer, jetzt ist es auch spannend. Meine Herren, wir kommen jetzt in zwei Minuten rein. Ihr wisst, ihr seid auf weiß wieder, ne? Okay. Oh, Glück sein. Kann ich das Nudelessen hier mal probieren? Natürlich. Das ist sehr gut. Gucken wir mal. Bisschen hoch, könnte weich sein. Das passt ja schon. Das sieht gut aus. Wollen wir mal gucken. Das gern zusammen mit der Soße. Ja, mit dem. Deliziös, deliziös, muss man sagen. Ja. Gut, schön. Habt ihr noch ein bisschen Basilikum zum Verzieren oder so? Ein bisschen rübergehackt? Ja, da ist eh das Blatt irgendwas. Da sind wir auch noch. Da oben heute sind wir ganz in der sicheren Seite. Das passt. Gucken wir mal schnell, was die Fische hier machen. So. Nicht einfach wegkommt. Da ist die eine. Oh, Rose landet. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, aber heute ist, glaube ich, entspannt, ne? Ja. Das sieht gut aus. Aber trotzdem, es beginnt jetzt die letzte Minute. So, hurtig. So. Die Schild, das Schild bitte noch. Ja. Alles gut? Das Schild noch, meine Herren. Genau, davor. Gut. So. Ah, hier. Brauche ich spannender machen, als es ist. Eh noch 15 Sekunden. Sag mal, guckt man in Schweden auch ZDF? Ja. Also laufen Topfkill hier mit Untertitel oder ohne? Bitte? Mit Untertitel. Mit Untertitel. Es wird nie gedubbt. Wird nie? Also, immer auf Deutsch dann, oder? Ja, immer im Originalsprache. Wieso ist das Licht aus? Ach so. Kleiner Scherz. Und ist deutsches Fernsehen beliebt in Schweden? Ja. Also die anglosächsischen Serien sind ja eher da, aber also amerikanisch und englisch. Ne? Aber deutsch auch. Deutsch auch, bin ich beruhigt. Seid ihr zufrieden mit eurem Essen? Ja, ich glaube schon. Wir sind fertig. Ne? Einfach und gut. Ja, einfach. Meine Herren, mal gucken. Mal gucken. Ja, Fadi ist sicher heute, oder? Müde, aber glücklich. Müde, aber glücklich, ne? Okay. Na, wollen wir schauen. Hier kommt er. Er ist weiß, rund und schmackhaft, der Büffelmozzarella ist ZDF, Frank Rose Rosin.
Tag zusammen. Rose. Na? Na? Ja. Ich hab Kohldampf, ich fange an. Ist Kohldampf? Okay. Nichts im Magen oder was? Flusskrebse mit Dillmayonnaise. Mhm. Hier so kleine Blätter, also Brandteig. Brot. Hm? Ein schnelles Brot. Ein schnelles Brot. Mhm. Mhm. Schöne Dillmayonnaise, schön sauer. Dill kommt schön im Vordergrund. Ganz toll hier, dieses kleine Brot. Gut gemacht. Sehr lecker. Was Schönes für den kleinen Happen. Wirklich sehr gut. Dann haben wir hier Flusskrebse am Spaghetti-Nest. Mh, guck mal hier, gebackene Nudeln. Schöne Flusskrebse dabei. Sehr gute Idee, Applaus mal. Mhm. Schöne Soße. Schön hier mit den Nudeln, mit Ei. Beide gute Idee, beide ein Vor. Mozzarella gefüllte Schnitzel mit Tomaten Kapernspaghetti. Ja, ist da aus der Kühlschrank leer oder was? Ja, ja. Schnitzel ist ein bisschen durchgebraten. Mal gucken, wie es gefüllt ist. Mhm, mhm. Mhm. Lecker. Ist Mandeln. Gut gemacht. Spaghetti dabei. Mhm. Schöne Spaghetti, ein bisschen zu weich, aber schön mild, passt schön zu dem Mozzarella. Ein bisschen mehr Medium das Fleisch, aber die Mandeln dazu, toller Pfiff, gefällt mir sehr gut. Halbschnitzel Caprese. Aber ich glaube, es ist ganz gut gebraten hier, unser Caprese, Popese hier. Ah, jetzt natürlich sehr dünn, ne? Das nennt man, glaube ich, französisch gebraten ist das, ne? Wenn Schnitzel nicht paniert ist, ne? Sagst du immer. Hm? Sagst du immer. Sagst du immer. Bist jetzt auch noch nicht doof, sondern auch noch taub. Ja. Schön gebraten. Schön mit dem Käse. Schön pfeffrig. Fett, Säure, Schnitzel, hier, Basilikum. Finde ich gut. Arbeitstechnisch ist das irgendwie so beides gleich. Mir gefällt das mit Nudeln, mit den Kapern, aber ein bisschen besser. Schnitzel ist ein bisschen besser gebraten und dann so diese Mandelnote, Kapern. Sie ist leicht süßlich in den Nudeln. Schwarz ein Vor. Gerne. Mundgerecht. Beerenburger. Hat die sich hier einen zusammenbacken, ne? Ja. Wahnsinn. Aber very simple. Ne? Very simple. Was nützt dir der schönste Stoff, wenn du daraus kein Kleid nähen kannst? Was haben wir hier? Quark. Den muss man erst mal sacken lassen. Der war gar nicht schlecht. Dankeschön. Ja, bitteschön, Frank. Quarkgratin mit Johannisbeeren. Klassiker. Hm. Wichtig ist beim Gratin nämlich Folgendes. Und das möchte ich mal ganz kurz erklären hier. Den Zuschauern, den Kandidaten und vor allen Dingen den Steffen. Ein Gratin muss nicht nur oben gar sein, sondern auch hier unten. Und seht ihr hier? Das ist noch alles total flüssig. Ein Gratin ist in der Innensicht durchgebackenes, eine durchgebackene Geschichte. Hier ist es nämlich, bis hierhin ist es gar und hier ist es flüssig. Aber da wollen wir mal nicht so streng sein, weil auch der Wille zählt. Der Mut, die Kreativität und überhaupt hier 45 Minuten zu kochen und so gut zu sein.
Das ist nämlich sehr, sehr schwer. Und wenn Sie das nicht glauben, dann kommen Sie einfach mal hier hin, ja, bewerben Sie sich hier und kochen Sie hier einfach mal mit. Es geht um 10.000 Euro. Ja, der Chef steht da vorne. Und ich sage Ihnen eins, wir beide wissen, was es bedeutet, hier zu kochen. Das ist sehr schwer in der besten Kochschule Deutschlands. So, wo waren wir jetzt? Hilf mir noch mal eben. Wir hatten Vorspeisen, hatten wir ein Unentschieden. Beim Hauptgang hast du dich für Schwarz entschieden. Mhm, also 2-1, also eigentlich ein Vor für Schwarz jetzt. Ne? Bis zum Dessert, richtig? Ja, das ist nett gemeint, aber naja, also ist wie du, nett gemeint. Ne? Und das ist auch nicht gemeint, aber das ist für mich so von Anfangung mehr und so, das schmeckt auch besser. Und jetzt haben Sie ja was gelernt und überhaupt Gourmet Deutschland hat was gelernt, wie das richtig geht. War es ein Vor-Unentschieden. Jawohl, ein Unentschieden, beide gewonnen, alles schön, alles schön. Das bedeutet, beide können wiederkommen, 10 Sekunden, guckt euch den Warenkorb an. So, Ladies first, da geht doch noch was, oder? Hm? Wie sagt man in Schweden? Ja. Ja, komm. Na komm, wir wollen mal noch. Okay. Ja. Ja, die Mädels auch weiter. Oh, meine Herren. Ah. Nee, das war zu eng heute. Ja. Es war super, es hat riesen Spaß gemacht und es ist vorbei. Ja, der Sohn kennt ja die Schweden, ne? Die haben es drauf. Ne? Alles klar, dann sage ich Glückwunsch zu 4.000 Euro, meine Herren. Sehr schön. Das bedeutet, morgen unsere bezaubernden Schweden in ein neues Männerteam in der One and Only Frank Rose Rosie. Ich sage vielen Dank für heute und freue mich schon auf morgen. Bis morgen, hier der Messer.